Willkommen zurück hier bei Guitaria Fables. Wir wollen noch das Parfait abgeben. Ja, es regnet. Okay. Wir wollen eine Runde schlafen. Das ist die Alternativlösung, die ich habe. Eine Runde schlafen ist immer gut. Wir müssen eh noch unser Leben heilen. Und wir müssen auch noch mal ganz kurz hier nach den... Wir haben die sogar dabei, die Eisensteine. Alle, die wir haben, ne? Also wir können nur einen einzigen Schlüssel dabei herstellen. Ah, den würde ich dann nutzen, wenn wir Hazel besiegt haben, können wir wieder in die Mine gehen und den nutzen. Aber das hätte ich echt gerne. Ich würde gerne wissen, was da so auf uns wartet. Ach, come on, Spiel. Wirklich? Danke sehr. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Wir haben den Goldschlüssel. Wir haben die stärkste Rüstung im Spiel. Wir haben das stärkste Schwert im Spiel. Also für irgendwas muss das ja was wert sein. Und ich glaube, wir können sogar Hazel jetzt wegtanken. Aber wir sollten schon ausweichen. Wir sollten uns jetzt nicht darauf ausruhen, dass wir die stärkste Rüstung haben. Aber die stärkste Rüstung wird uns auf jeden Fall deutlich helfen, bei allem, was jetzt noch so kommt. Selbst die Schlange würden wir jetzt wegtanken können. Na gut, Hazel ist nicht die Schlange. Hazel ist natürlich Hazel. So, dann rüsten wir das Schwert aus. Na komm, da. Da müssen wir noch ein paar Sachen in die Truhe packen wieder oder verkaufen. Je nachdem, eigentlich verkaufen, ne? Eigentlich können wir das alles schon mal in die Verkaufsbox legen. Geld ist Geld. Ist zwar nicht viel, was hierbei rumkommt, aber egal. Den Goldschlüssel nicht, aber ein Goldschlüssel gibt auch ganz schön wenig dafür, dass da 3 Goldbarren drin sind. Weil die Goldbarren, die geben mehr. Das ist schon krass. So. Das passt schon. Nochmal 6.000 gemacht. So. Dann geben wir das Parfait ab. Hä? Die Kinder sind nicht da. Ah. Ah, hallo Kinder. Tut mir leid, ich wollte nicht grob sein. Ich habe schon den ganzen Tag Halsschmerzen. Würdest du bitte Mrs. Apple fragen, ob sie etwas herstellen kann, das den Schmerz ein bisschen lindert? Das ist wirklich unangenehm. Okay, aber das sind nicht die Kinder. Warum sind die Kinder nicht hier draußen? Hallo Liebes, brauchst du Hilfe? Ja, das habe ich auch gemerkt. Er klagte kürzlich darüber, dass das Wetter seine Gesundheit angreifen könnte. Vielleicht sollte ich ihm etwas zubereiten. Hast du schon mal die Blumen in der Nähe des Sees gesehen? Ich habe gehört, dass sie bei richtiger Zubereitung zur Medizin gemacht werden können, die gegen vielerlei Krankheiten hilft. Würdest du mir ein paar besorgen? Ich kann versuchen, sie zu Kräutertee zu verarbeiten. Keine Sorge, ich habe mit Timmy darüber gesprochen. Wenn du die Blumen hast, dann bring sie ihm bitte. Er wird für uns sicherstellen, dass sie gefahrlos gegessen werden können. Aber hier ist Rose. Rose ist auf jeden Fall hier, aber die anderen Kiddies sind nicht da. Mit Tante Apple zusammenzuleben ist hart. Sie redet immer so viel, aber ihr Essen schmeckt köstlich. Hm. Komisch. Ich weiß nicht genau, warum, wieso, weshalb. Die dann hier sind, die Kinder. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich die stärkste Waffe im Spiel habe. Ich weiß, dass ich die stärkste Rüstung im Spiel habe. Und ich weiß, dass ich da noch eine Hazel aufs Maul geben muss. Und deswegen gehen wir da jetzt hin und geben der mal richtig aufs Maul. Ist keine Gewalt gegen Frauen. Das ist, ich bin ja auch eine Frau im Spiel. Ich bin ja Nian, die Katze. Weiblich. Nicht Krater. Deswegen ist das ja auch alles gar nicht, kein Problem. Dass sie alle so männliche Stimmen haben, da kann ich auch nichts für. Das tat weh, wa? Oh, das tat auch weh. Aber 101 nur. Aber wenn die mich stunt, bin ich echt am Arsch. Schwede. Okay, sie ist down. Puh, war das knapp. Die hat gut Schaden gemacht. Ah, die ist auch tot, oder was? Ah, nee.
Commander, tust nicht, bitte! Nein, es muss aufgehalten werden. Dieses sture Kind. Jet, warte, nein! Wo sind Sie hin? Ich hoffe, Commander Hazel wurde nicht schwer verwundet. Haben wir etwas Falsches gemacht, Nian? Wird man uns bestrafen, weil wir das Gesetz missachtet haben? Wird uns Commander Hazel den König melden? Ist dies das Ende? Sollten wir verschwinden und unseren Namen ändern? Ich weiß es nicht. Wir sollten den Weisen um Hilfe bitten. Er weiß immer, was zu tun ist. Alles richtig gemacht? Fragezeichen. Haben wir alles richtig gemacht, liebe Freunde? Bist du in Ordnung, Liebes? Alles gut. Ich habe dich gewarnt, dass Zauberwirker nicht ohne sind. Du solltest nicht so leichtsinnig sein, sie auf diese Weise zu konfrontieren. Und was ist der Plan? Ich weiß nicht. Man sollte sie überzeugen, Jet. Sie wissen nicht, welche Art von Albtraum sie erwartet. Nun gut. Dann flicken wir dich mal wieder zusammen. Du musst dich erst um dich kümmern, bevor du dir um andere Sorgen machen kannst. Hör mit der Nörgelei auf. Würdest du diesmal auf mich hören, Liebes? Wirklich? Warum wäre ich sonst deine Wache? Ich habe dich nicht darum gebeten. Ich weiß, du hast mich verachtet, seit du mich zum ersten Mal gesehen hast. Aber ich habe ein Abkommen mit Sir Thunderbun getroffen. Oh, er bat mich, die Überreste der Dobschlane-Familie zu beschützen, nachdem dein Großvater verschwand. Ruh dich ein bisschen aus, bitte. Ich will dich auch nicht länger nerven. Jet. Ja, Liebes? Tut mir leid und danke dir. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen, Eure Hoheit. Und deine ist es, diese Wunden heilen zu lassen. Pass auf dich auf. Oh, wir haben Schockwelle gelernt. Hey, danke, dass ich noch hier bin. Ich dachte, ich würde jetzt irgendwo wieder zum Dorf zurückkommen, direkt zum Waisen oder so gebracht werden. Weil das wollte ich jetzt gerne verhindern, weil wir haben ja den Goldschlüssel. Wir haben ja den Goldschlüssel gemacht. Das heißt, ich will jetzt endlich sehen, was in dieser Truhe ist. Und ob uns diese Truhe vielleicht sogar bei dem Kampf geholfen hätte, weil es die stärkste Rüstung im Spiel oder das absolut stärkste Schwert im Spiel ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich hoffe nur, dass wir nicht mal alles besiegen müssen da drin, um da hinzukommen. Sondern dass wir jetzt einfach durchlaufen können und sagen können, jupp, kein Problem. Silberschlüssel haben wir keine. Nein, haben wir nicht. Kupferschlüssel meine ich. Das war ja Kupfertruhe. Ach, die Farben, meine lieben Freunde. Die Farben. Ich und die Farben. Okay, wir können einfach durchlatschen. Das freut mich sehr. Und dann können wir nämlich die Goldtruhe öffnen. Und dann sehen wir mal, was da so ist bei der Goldtruhe. Dam, 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 dam. Drachentöter. Nee. Mein Schwert ist besser als der Drachentöter. Der Drachentöter ist eine Pipi-Waffe gegen mein Schwert. Na gut, dann kann ich jetzt mit relativ Fug und Recht behaupten, wir haben die stärkste Waffe und die stärkste Rüstung im Spiel. Außer es kommt jetzt noch ein Tempel mit noch einer Goldtruhe mit noch stärkerem drin. Aber vielleicht gibt es was vergleichbar Ähnliches von der Stärke, was dann weniger Crit hat oder so. Vielleicht mehr Schaden und weniger Crit oder andersrum. Weniger Schaden und krass viel mehr Crit. Möglich ist das. So. Dann gehen wir wieder zum Weisen, wenn der noch da sein sollte, wer weiß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt da hingehen und er ist nicht da. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss jetzt noch passieren, um die Spielzeit zu strecken. Wir müssen den Weisen suchen, irgendwo muss er sein. Geh nochmal über die gesamte Map und such nach dem Weisen. Ich hab ein bisschen das Vertrauen ins Spiel verloren, das ist meine Zeit wertzuschätzen, weiß manchmal. Dieses ganze Hin- und Herlaufen manchmal ist halt schon ein bisschen, ich weiß nicht, muss nicht sein, oder? Muss nicht sein. Aber gut, wir gucken einfach mal. Vielleicht ist der Weise ja da und hat Antworten auf Fragen, die wir haben. Und auch auf die Frage, ob es das letzte Dungeon sein wird oder das vorletzte, was jetzt noch kommt. Oder ob gar keins mehr kommt. Sondern nur so ein Endboss mit dem Portal oder so. Keine Ahnung, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass es einige Quests sind, aber ich glaube, wir haben auch schon 3 oder 4 von diesen letzten Quests jetzt gerade durch. Also es geht rasant hier voran. Ist halt schade, weil ich eigentlich nach diesem Part hier aufhören will aufzunehmen. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir dann das Finale, die Aufnahme.
Weil ich muss auch Hokolive aufnehmen und ich muss auch noch Sunhaven aufnehmen. Ich kann das nicht schleifen lassen. Die Sachen laufen nämlich auch bald aus, da haben wir auch bald keine Parts mehr. Nämlich morgen, also wo die Aufnahme ist. Deswegen muss ich da ein bisschen mal gucken. So, die habe ich doch gesagt. Weiser, wir haben... Hoch, wo ist der? Ach, das ist seltsam, er verlässt fast nie seine Hütte. Vielleicht ist er irgendwo in der Nähe. Suchen wir nach ihm, Jan. Wo ist der Weiser? Im Waldheiligtum. Vielleicht. Das war doch hier nach oben, oder nicht? War hier das Waldheiligtum? Nee, kann ja gar nicht sein. Das ist das östliche Waldgebiet. Hier waren wir auch noch nie so wirklich unterwegs, oder? Okay, zwei Schläge. Vor allem ist es genauso, wie ich es gesagt habe. Lass uns umsehen und über die ganze Map laufen. Irgendwo muss er ja sein. Ich habe das Gefühl, es muss irgendwas mit dem Waldheiligtum zu tun haben, weil da war noch ein Gang, wo wir reingehen konnten. Und ich nehme an, dass es damit irgendwas zu tun hat. Schauen wir mal. Nee. Gibt es auch einen Hinweis im Quest? Im Wald oder im Tunnel nachsehen? Wir sind im Wald. Wie viele Schläge halten die jetzt eigentlich aus? Nicht mehr viele. Mit Crit 3. Also im Sumpf soll es dann ja nicht sein. Im Wald haben wir uns umgesehen jetzt gleich. Dann wird es vermutlich im Tunnel sein. Nee. Dann gehen wir mal zum Tunnel. Alter, wie viele Golems hier auf einmal sind. Das hätte ich mal beim letzten Mal Ton sammeln, hätte ich mir das gewünscht. So viele Golems. Aber die können auch ordentlich draufhauen, wenn du mehrere auf einmal angreifst. Ah, da ist er ja. Weiser, was tust du hier? Oh, ihr seid's. Ich hatte keine Nachrichten von euch. Ich begann, mir Sorgen zu machen. Ist alles in Ordnung? Nun, irgendwie... Wir konnten das Relikt aus der Kristallhöhle bergen. Das sind gute Neuigkeiten. Bitte gebt es mir. Ja klar. Das ist großartig. Vielen Dank für eure Hilfe. Damit kann ich die rituellen Handlungen vollziehen, um die Macht zu versiegeln. Bitte trefft mich morgen in meiner Hütte. Weiser? Was ist? Wir tun das Richtige, oder? Natürlich, das hier ist für das Allgemeinwohl. Ich schlage vor, dass ihr euch ausruht. Ihr müsst erschöpft sein. Wir sehen uns morgen. Der wird doch die Stadt irgendwie zerstören und den König töten oder sowas mit der Macht. Ich sag das jetzt schon und das ist ja für das Allgemeinwohl. Dann komm. We got played like a damn fiddle. Ich sehe es schon, komm, wirklich. Wir wurden gespielt wie eine Fiedel. Ah, Mondlichtblumen, okay. Was ist das? Eiscreme? Oh, die ist köstlich, mein neuer Liebling. Wo hast du das? Bekommen wir sowas hier raus? Danke, Nianze. Jetzt wird er eine Weile mit seiner Nerverei aufhören. Wunderbar. Dum, 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 da, dum, dum, dum. Wir haben auch fast alle Nebenquests erledigt. Wenn ich so die Liste gucke von den Nebenquests. Die Hauptquests habe ich nicht offen. Ich weiß, dass dann ganz viele kommen. Ich habe die nicht durchgelesen. Oh. Du! Was tust du hier? Woher weißt du, wo wir leben? Psch, immer ruhig, Cousin. Ich bin nicht gekommen, um zu kämpfen. Es ist nur... Cousin, verstehst du eigentlich, was wir sind? Was meinst du? Du erinnerst dich wirklich nicht, wie und warum du erschaffen wurdest? Was? Wovon redest du?
Hast du dich noch nie gefragt, was der Sinn deines Lebens ist? Meines Lebens? Warum sollte mein Leben sich irgendwie von dem anderen unterscheiden? Hey, Kind, willst du es bitte deinem rundlichen Freund hier erklären? Du weißt es auch nicht? Ach, gut, dann werde ich es tun. Du und ich, wir sind, wie soll ich das ausdrücken? Wir sind die Wächter eines Zauberwirkers. Paint Thunderbun hat dich dazu auserkoren, der Wächter dieser Kleinen zu sein. Er hat uns geschaffen, um seine eigene Familie und eine weitere zu beschützen. Die Dubschlane-Familie. Commander Hazel! Genau, auch Hazel ist ein Zauberwirker, aber sie weigert sich, ihre Macht zu meistern. Sie glaubt, dass sie selbst jeden beschützen kann, den sie liebt. Sie ist eine außergewöhnliche Kämpferin und hat unermüdlich daran gearbeitet, es zu werden. Also ließ sich Commander Hazel nur deshalb zur Reviero-Festung versetzen, um uns festzunehmen? Urteile nicht so schnell, Cousin. Es stimmt, dass sie entschieden hat, diese Kalamität auf ihre eigene Weise zu bekämpfen, aber sie wollte nie jemand Unschuldigem schaden. Ich hatte dich nicht belogen. Unser Zweck ist derselbe. Du und ich, wir sollen die beschützen, die die Macht haben und andere wissen lassen, dass diese Magie für das Gute eingesetzt werden kann. Was mit dem Weisen? Warum habt ihr uns dann angegriffen und versucht, das Relikt an euch zu nehmen? Das soll euch Hazel erklären. Solche Entscheidungen liegen nicht in meiner Gewalt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich will, dass ihr Hazel trefft, bevor das Ganze schlimmer wird. Sie erholt sich noch von unserer letzten Schlacht. Ihr findet sie also wahrscheinlich im Rivero Inn. Ich wollte mich außerdem für mein Verhalten neulich entschuldigen. Ich habe das getan, weil ich sie beschützen wollte. Als ihr Wächter. Gerade du solltest verstehen, wie ich mich fühle, oder, Cousin? Ich mache mich auf. Ich werde dir etwas von meiner Macht überlassen, Cousin. Du kannst sie nutzen, wenn du einmal in einer verzweifelten Lage steckst. Ich erwarte! Nian, ich... Ich verstehe. Gehen wir besser zu Commander Hazel. Ich brauche eine Erklärung. Ja, ich auch. Ich möchte es gerne mal wissen. Ich glaube, der Weise hat uns ziemlich verarscht. Der Weise hat uns richtig Der hat uns richtig verarscht. Der hat uns richtig an der Nase herumgeführt. Ich glaube, der ist der Böse. Ah. Aber das ist halt das Problem, wenn man einfach so Leuten vertraut, nicht wahr? Quest. Hallo, du bist Nianza, oder? Könntest du mir zur Hand gehen? Ich hörte, dass du bei der Reparatur der Brücke geholfen hast. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Sag, könntest du mir helfen? Es ist so lange her, seit ich zum letzten Mal von meinen Geschwistern hörte. Sie leben gar nicht so weit von hier. Mein ältester Geschwister auf der Hochwiese und meine jüngste ist am Kaninistrand. Ich würde sie gerne treffen, aber es fühlt sich nicht wie die beste Zeit dafür an. Falls du sie triffst, dann sag ihnen doch bitte, dass ich jetzt in der Rivero-Festung arbeite und dass ich mich freue, sie bald zu sehen. Oh, und gib doch bitte Pickel diese Nachricht. Er wird dir ein paar der Gerichte zubereiten, die ich schon mal bei ihm bestellt habe. Danke, Nianza. Pass auf dich auf da draußen. Okay. Warum gibt es hier eigentlich nochmal einen Speicherpunkt? Einfach, weil man hier auch schlafen kann, ne? Das macht Sinn. Ihr. Jet traf euch und sprach darüber. Hier sind zu viele Leute. Trefft mich am unteren Fluss nachts nahe der Brücke. Der Lärm des Wasserfalls wird unser Gespräch übertönen. Wir sehen uns dort, Soldaten. Noch ein geheimes Treffen. Uiuiuiui. Okay, ich glaube, danach nehme ich doch noch ein Part auf. Ich glaube, wir sind echt nah am Finale. Bin ganz nah dran. Aber welchen Fluss meint sie hier an der Brücke hier? Also, keine Ahnung. Hallo, mutiger Abenteurer. Willst du, dass dir Pickel etwas kocht? Oh ja, die Bestellung von Mrs. Lane. Pickel wird sie sogleich zubereiten. Oh nein, oh nein. Entschuldigung, Pickel hat keinerlei Fleisch und keine Pilze mehr. Hast du vielleicht ein paar dabei? Pickel zahlt natürlich. Falls du keine hast, würdest du Pickel dann helfen, welche zu sammeln? Die Monster da draußen sind so unheimlich. Du musst hin und her gehen, um alles zu sammeln. Ist das in Ordnung? Ja, immer hin und her gehen. Vielen Dank, tapferer Abenteurer. Pickel wird auf jeden Fall auch deine Ausgaben ausgleichen. Ja, ja. Wir haben leider die Pilze und sowas alles verkauft. Können wir nicht mehr machen jetzt gerade. Werden wir auch nicht mehr machen. Wenn ich die Nebenquest nicht erledigen muss für das Abschließen des Spiels, dann werden wir das auch nicht mehr machen.
Das kann ich schon mal sagen. Wir sollten vielleicht tatsächlich den Bogen nehmen dann. Für die Gegner hier, weil die haben ja Schaden reflektieren. Ich glaube, das ist der Wasserfall. Hallo? Geht doch. Okay. Alter, die war krass, die Attacke. Ich wurde vergiftet. Ja, ich glaube, der ist zu stark. Ich glaube, der wird auch Schaden reflektieren haben. So, ich hoffe mal, das ist der Wasserfall, von dem sie sprach. Ja. Hey. Warum hast du beschlossen, ein Zauberwirkerer zu werden? Hast du nie darüber nachgedacht, dass dich die Macht verzehren könnte? Hast du einfach alles geglaubt, was sie sagten? Was, wenn das Gesetz des einstigen Königs uns schützen und länger leben lassen sollte? Ich habe tatsächlich... Commander, glaubst du, dass wir an dem, was wir getan haben, verzweifeln werden? Ich weiß es auch nicht. Ich stelle immer noch den Weg in Frage, den ich gewählt habe. Hat Jet euch meine Geschichte erzählt? Nein, Ma'am. Er meinte, wir sollten sie besser von dir hören. Es ist eine lange Geschichte. Damals, zu Zeiten der Akademie, waren dein Großvater und meine Großeltern Freunde. Wie du weißt, war dein Großvater ein Zauberwirker, ebenso wie meine Großmutter. Die drei waren dort, als sich die erste Kalamität ereignete. Mit ihren Kollegen von der Königlichen Akademie arbeiteten sie hart daran, etwas zu finden, das die verderbten Monster in Schach halten könnte. Alles schien zu funktionieren, bis der König von ihrem Plan erfuhr. Anstatt ihnen für ihre harte Arbeit zu danken, konfiszierte der König ihre Forschung und alles, was im Zusammenhang mit der Magie stand. Die Forscher und Zauberwirker wurden beschuldigt, das Königreich hintergangen zu haben, und sie wurden verhaftet. Unsere Großväter versuchten, so viele Leute wie möglich zu retten. Aber meine Großmutter wurde verhaftet. Oh nein! Das war schrecklich für meinen Großvater. Er konnte sich einfach nicht verzeihen. Auch Payne Thunderbun machte diese Nachricht zu schaffen. Aber er sagte meinem Großvater, dass sie weiter für das Allgemeinwohl kämpfen sollten. Er war sich sicher, dass der Tag, an dem die Leute die Magie akzeptieren würden, bald da sei. Letztlich hatten sie aber unterschiedliche Meinungen und gingen beide ihrer Wege. Payne Thunderbun lebte für den Rest seiner Tage als Farmer in Pfotendorf, während mein Großvater verschollen war. Oder der Bär, der Weise vielleicht. Bis vor kurzem. Ich habe ein paar Neuigkeiten erfahren. Du hast ihn getroffen? Nein, mein Großvater weiß nicht mal, dass ich hier bin. Vielleicht ist es ihm auch egal, oder er sieht mich nur als einen Untertan des Reichs. Aber ihr habt ihn getroffen. Wir haben deinen Großvater getroffen? Wer? Der Weise! Ist der Weise Elbi dein Großvater? Ja, Elbinus Dubschlane, den ihr als den Weisen Elbi kennt, ist mein Großvater. Ich wette, dass er euch nie seinen echten Namen genannt hat. Was? Warum? Wie? Was soll das alles, Ma'am? Ich wusste, dass du ein Zauberwirker bist, schon seit deinen ersten Tagen bei der Königlichen Wache. Ich hörte es von Payne Thunderbun. Er schrieb mir manchmal Briefe, um mich zu überzeugen, bei ihm in die Lehre zu gehen. Er sah Potenzial in mir und meinte, ich könnte ein großartiger Zauberwirker sein. Besser sogar als er. Natürlich wollte er auch jemanden haben, der verlässlich genug ist, um sein Enkelkind in der Magie zu unterrichten.
für den Fall, dass er das nicht selbst tun könnte. Abgesehen davon kümmerte er sich um mich, als wäre ich seine eigene Enkelin. Er fühlte sich dazu verpflichtet, sich um mich zu kümmern, nachdem mein Großvater verschwunden war. Und meine Großmutter... Nun, ich habe von niemandem gehört, der die Verhaftung durch das Reich überlebt hätte. Commander, das tut mir so leid, darf ich dich etwas fragen? Bist du wütend auf uns, weil wir hinter deinem Rücken aktiv waren? Hast du vielleicht etwas gegen deinen Großvater? Das hatte ich. Aber Pain Thunderband erinnerte mich daran, dass, was auch immer er geworden ist, tief in ihm drin, er noch immer mein Großvater ist, der mich sehr liebt. Jetzt allerdings befürchte ich, dass er etwas Waghalsiges tun könnte. Deshalb habe ich euren Fortschritt beim Sammeln der Relikte unterbrochen. Bitte, ihr müsst meinen Großvater retten. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihn die Dunkelheit verzehrt. Die Dunkelheit? Was meinst du? Er hat euch damit beauftragt, die Relikte zu sammeln, oder nicht? Die Wahrheit ist, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, dass ihr hintergangen worden seid. Er will die Macht nicht versiegeln, sondern er will sie freisetzen und für sich nutzen. Nein! Das kann nicht sein! Du bist die Manifestation der Magie. Gerade du solltest wenigstens gespürt haben, dass da etwas verdächtig an ihm ist. Was? Was geschieht? Oh nein, Großvater, warum musste das geschehen? Wir sind zu spät. Er wird das Siegel freisetzen. Wir müssen zum Vergessen schreien und ihn aufhalten. Beeilung! Okay, das Finale des Spiels, liebe Freunde. Wir ziehen jetzt durch. Wir ziehen es definitiv durch. Alles ist rot auf der Welt. Das muss das Finale des Spiels sein. Alles andere kann gar nicht sein. Der vergessene Schrein, der muss an einem Ort sein, und nämlich am Waldheiligtum. Den haben wir nicht vergessen, den Schrein. Den haben wir wortwörtlich vergessen. Es ist übel. Er hat bereits den vergessenen Schrein betreten. Was ist los? Warum verändert sich die Farbe des Himmels? Seht her, Soldaten. Wir haben es jetzt mit etwas Unbekannten zu tun. Aber wir müssen schnell handeln. Ihr müsst ihn verfolgen und den Schrein betreten. Nur die, die ihr Schicksal als Zauberwirker annehmen, können ihn betreten. Wie ist er dann in den Schrein gekommen? Der Weise sagte, er wäre kein Zauberwirker. Er hat die Relikte. Ihr habt sie ihm gegeben, oder? Ihr müsst euch beeilen. Nehmt so viele Vorräte, wie ihr könnt, und rüstet euch mit euren besten Sachen aus. Aber lasst euch nicht so lange Zeit. Werdet nicht übermütig, Soldaten. Und bitte, rettet ihn. Wir versuchen unser Bestes, Commander. Du musst hier lebend herauskommen, Cousin. Komme, was wolle. Das ist schließlich unsere Pflicht. Ja, das werde ich. Du kannst auf mich zählen. Viel Glück. Ich werde für eure Sicherheit beten. Komm schon, Jet. Wir müssen ihnen Platz machen. Ei, eure Hoheit. Möge das Licht euren Weg erhellen. Gut, wir haben jetzt nichts zu essen dabei, aber das ist mir gerade, glaube ich, egal. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Bist du bereit, den Schrein zu betreten? Sorge dafür, dass du genug Vorräte und gute Ausrüstung gehabt hast. Es gibt kein Zurück, bis wir den Weisen besiegt haben. Bist du bereit? Ja, eigentlich ja nicht. Ich habe nichts zu essen, aber egal. Ich mache das jetzt einfach. Wenn wir sterben, sterben wir. Okay, dann los. Hoffentlich schaffen wir es hier raus. Ich hoffe, das klappt einfach jetzt. Ohne große Probleme. Und nicht, dass jetzt Bossgegner nach Bossgegner kommt. Solltest hier nicht sein. Wer ist das? Du gehörst nicht hierher. Wer bist du? Zeig mir dein Gesicht. Verschwinde, bevor es zu spät ist. Was? Ach, die können uns wohl einfach nicht in Ruhe lassen. Sei vorsichtig, Nian. Okay. Oh, guck mal, neue Gegnertypen. Oh, ich habe auch nicht viel Lebensenergie, sollte man gerade mal sagen. Können wir einfach wieder rausgehen? Weil jetzt haben wir echt ein Problem. Wir haben nämlich kaum Lebensenergie. Nee, wir können nicht wieder raus. Wir hätten auch schlafen sollen vorher. Das war ein bisschen blöd. Ja, es ist volles Risiko, meine lieben Freunde, ne? Volles Risiko. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich hoffe, sterben ist jetzt nicht Game Over. So, einfach wieder zu Hause aufstehen oder so.
Oh mein Gott, die Viecher. Uns greift auch noch alles an. Das kannst du knicken, das schaffe ich niemals. Die droppen ja auch nichts zu essen. Hätten die was, würden die was zu essen droppen, wäre super, aber... Mehr habe ich nicht. Okay. Mein Vorteil ist gerade, dass ich weit weg bin. Offensichtlich treffe ich doch irgendwas. Natürlich bin ich vergiftet. Alter Schwede. Jetzt treffe ich wieder irgendwas. Okay, ich treffe nichts mehr. Ich müsste jetzt gerade, ich treffe was, ab und zu zumindest. Ja, wir müssen das jetzt leider so machen. Wir haben kaum Lebensenergie. Und der in der Mitte, das wird ein richtiges Problem. Okay, ich wurde besiegt. Na gut, der Part war eh schon seit 4 Minuten vorbei. Und da ist das schon okay. So, liebe Freunde, im nächsten Part geht es dann zum Finale und hoffentlich überleben wir das dann auch. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Und ja, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Guitaria Favorites. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.